Abelmir, du stehst auf einer Veranda. Alles um dich herum ist unglaublich warm, schwül. Du hörst im Hintergrund Affen keckern, Papageien, die schreien und siehst, wie die Tür vor dir geöffnet wird. Zwei Mohahas, die stattlich gekleidet sind und dich empfangen, gebührend empfangen. Wo bin ich? Sprecht! Ihr seid auf Elas, mein Herr. Und kommt. Ihr werdet erwartet. Bin jetzt mal etwas baff, aber ich folge Ihnen dann zögerlich. Du kannst durch eine Villa gehen, einige rotige Teppiche, Treppen, die nach oben führen, bis du dann in einem großen Studierzimmer stehst. Auf der anderen Seite sitzt jemand in einem Ohrensessel, ein Mann mit schwarzer Lockenpracht, der von einem Buch aufsieht. Ah, aber mir. Komm mal rein. Wer seid ihr? Nun, die Menschen nennen mich wohl den Marquis, aber Magier, Graf trifft das wohl eher. Kommt, kommt. Na gut, ich würde mich dann in den Sessel setzen, auf den er wahrscheinlich weist. Nun, wie ist euer Name? Nun, ich bin Donatian Alric von Terelia, der Magier Graf von Edas. Und wir müssten uns unterhalten, und zwar über Tarsonius von Betana. Er kündigte eure Ankunft an. Und er Was? sagte, dass ihr durchaus Potenzial habt. Tarsonius von Betana? Möchtet ihr einen Tee? Ja. Ich bin etwas verdattert irgendwie. Kann ich euch sonst etwas bringen lassen? Nein, ich. Welches Jahr schreiben wir? In eurer Zeit oder in meiner Zeit? Tarsonius sprach bereits, dass ihr davon, dass ihr von einer anderen Linie kommt. Ich meine, die Zeit, in der wir jetzt gerade sind, in der ich euch spreche. 580. Nach Bosbarans Fall, versteht sich. Ich glaube, das ist die Zeitrechnung, die ihr benutzt. Ja, 400 Jahre. Nun, erzählt, was wollt ihr von mir? Ich würde euch gerne in unseren Reihen wissen. Seht, ich werde in einigen Tagen wohl wieder zurückreisen und die Schule des erhabenen Blicks gründen. Und ich würde euch gerne an meiner Seite wissen. Das meint ihr nicht im Ernst? Warum nicht? Nun, Tarsonius sprach davon, dass ihr ebenso wie er aus Betana kommt. Das macht Und. uns nicht zur selben Geistesrichtung. Nein, nein, aber ihr seid gefallen und könnt weiter geformt werden. Von der Weißen Gilde, ich glaube, so sagte er, so etwas ist zur Zeit noch nicht erfunden, müsst ihr wissen, zu einer Grauen, zur Schwarzen. Wenn ihr möchtet, kann ich euch einige Bücher geben. Die 13 mal 13 Tage von Elim oder die beiden Brüder? Philosophie im Lehrsaal. Oder schwarze Magie und ihre wichtigsten Rituale. Ich habe alle Dinge hier. Er sagte mir, dass ihr vor wenigen Augenblicken einen Zauber von ihm gesprochen habt, den er erfand. Das ist richtig, aber er wurde transformiert. Nun, das spielt doch Ja, keine Rolle. natürlich spielt das eine Rolle. Ich würde mich niemals an einem Zauber von ihm versuchen. Die sind verpestet. Ketten. Ich Tarsonius habe. sprach bereits, dass ihr wohl noch einige Widerworte geben mögt, aber ich glaube, das können wir alles klären. Und ich glaube, wir können dieses Gespräch auch bald fortsetzen. Zumindest für euch bald, für mich dauert es noch einige Jahrhunderte. Ich habe mich nicht von der weißen Gilde gelöst und von der grauen, um eine neue Kette zu tragen. Ich werde mir das Ganze einmal belesen, wenn es soweit ist. Wir werden uns wiedersehen. Aber wie gesagt, das Angebot steht. Sucht mich sonst in Elberum auf. Das werde ich, aber nicht zu eurem Vergnügen. Vertraut mir. Er deutet einen Handwink an, wie man ihn aus dem Horasreich kennt, und so wie er dich entlässt, verblasst er wieder in Grau. Du tauchst wieder in der Wurzelkaiserin auf. Diamantes. Auch du blickst auf das Bergmassiv. Eine Insel.
Du bist dir nicht ganz sicher, wo sie liegt, aber während du dich umblickst zwischen Ruinen, die du erkennst, da siehst du, wie hinter dir einige Torwale heranmarschieren. Sie sind wohl gerade mit einem Elfenboot gelandet, eine große Kalerse, allerdings ist sie geschwungen, einige merkwürdige Symbole, die darauf sind, und du kannst einige stattliche Torwale erkennen, Mannschaftsmitglieder, die jetzt auf der Insel ausschwärmen. Das sind die gleichen, die du schon in deiner Vision gesehen hast, und sie bemerken dich. Ja, ich erinnere mich zurück, als ich unter Wasser durch die Ruinen geschwommen bin, dieses Szenario bereits von der Ferne beobachtet zu haben. Ja, und weite unsicher, aber dann mit jedem näheren Schritt, mit sichereren Tritten und einem sicheren Stand auf die Torwalla zu. Hey, ihr da, wo bin ich hier? Du, dich bist ein Mensch. Was tust du hier? Wir uns dachten, dass hier nur Elfen. Elfen? Hier? Ei, das wohl. Ich weiß ja nicht mal, wo das hier ist. Oder wie ich hergekommen bin. Tja, das wissen wir auch nicht ganz. Er gibt dir seine stattliche Hand. Du kannst wohl sehen, wie auch noch ein Moha neben ihm, ziemlich klein, ebenso dazugehört zu der Mannschaft. Ich bin Ralof. Und du dich bist? Ich bin Diamantis. Wo kommt ihr denn her? An diesem Ende der Küste. Ich reiche ihm trotzdem meine Hand hin. Tja, wir sind schon einige Tage unterwegs mit der Taubralier. Einige Tage? Und, wovon seid ihr abgesegelt? Eigentlich sind wir bei den Zyklopeninseln aufgebrochen. Irgendwo von dort. Unser Bordmagus hatte eine Schiffe in einem Flasch entdeckt. Tja, ist gewachsen und jetzt sind wir in den Inseln im Nebel. Keine Ahnung, wie lange das noch dauern soll. Nervt mich auch ziemlich. Alan Fana, ja? Das hier ist Inu. Ich hoffe, du hast keine Probleme mit ihm. Nein, gar nicht. Du sein Moha? Ich bin Inu, ja. Hallo. Schön, dass du hier bist. Ich weiß zwar nicht, was ein Alan Fana hier tut, aber Menschen sind immer gut. Ich weiß genauso wenig, was ich hier tue. Wenn ich euch erzählen würde, wo ich herkomme, dann würdet ihr mir wahrscheinlich nicht glauben. Ich kann mir selbst nicht glauben, dass ich hier bin. Solltest du am besten Filiason erzählen. Wenn du möchtest, wir könnten dich auch sicherlich auf der Taubart hier mitnehmen. Was? Hat noch Platz. Filiason? Hi. Hier? Er wurde doch seit... Von ihm wurde seit Jahren nicht mehr gesprochen. Bis... Wann hat er seine Fahrt gemacht, war das? 2009? 2015? So in den Dreh. Welches Jahr haben wir? 2015? Was redest du? 2008? 2008? Und jeder redet über Aslife. Er ist doch vor kurzem erst aus Muranor gekommen. Aus Muranor gekommen. Natürlich. Wir machen eine Wegfahrt gegen Beorn. Aber wenn du möchtest, hast du ihn gesehen? Er müsste hier eigentlich vorbeigekommen sein. Jetzt weiß ich, dass ihr mich hier auf den Arm nehmt. Der wollte mich verarschen. Die Wettfahrt soll jetzt stattfinden. Und wir haben 1008. Wo sind meine Freunde? Die müssen doch hier lang gekommen sein. Weiß ich nicht, wir sind gerade angekommen. Laut unseren Karten müsste das die Insel von Chalven sein. Die Insel von Chalven. Das seid ihr aber hier falsch. Alles, was zu Chalven gehört, soll ist tief unter Wasser. Sehr tief. Du blickst dich noch einmal um und kannst erkennen, das muss der Felsen sein, der unter Wasser lag. Hier nur nicht unter Wasser, sondern auf einer Insel. Was? Das kann doch nicht sein. Hier... ich würde ja bis zur Kurzen sagen, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Hier war alles Wasser. Ich bin doch hier noch geschwommen. Wir sind auf einer Insel. Hast du dir in den Kopf gestoßen? Naja gut, aber auf den Inseln im Nebel ist merkwürdiges. Gehörst du zu den wilden Elfen oder den Hochelfen? Sehe ich aus, als würde ich zu irgendwelchen Elfen gehören. Naja, dann schließ dich uns an. Besser als wenn du zu Bären gehörst. Dann
Ich schließe mich niemanden an. Ich suche meine Freunde, die müssen hier noch irgendwo sein. Aber und, bis ich die gefunden habe, will ich lieber nicht alleine hier umherirren. Ja, und während du dich noch einmal suchend umblickst, kannst du sehen, wie auch Ralluf und Eno verschwinden. Du kannst noch ein leises, entferntes Finigason, komm her! Hören und dann bist du weg. Und wieder im Inneren der Wurzelkaiser. Auf ihm. Auch du blickst dich um und stehst in den Ruinen der Stadt. Auf einer Insel. Um dich herum kannst du zahlreiche Elfen erkennen, die dich mustern. Ach du Scheiße. Van Baladin. Ja, mach dir hier. Was mache ich hier? Das wollten wir dich auch gerade fragen. Du hast merkwürdige Ohren. Also meine Ohren sind ganz normal, das kann ich euch sagen. Warum sind sie nicht spitz? Habt ihr noch nie einen Menschen gesehen? Einen was? Das beantwortet diese Frage eindeutig. Zu welcher Sippe gehörst du? Basaltfäuste. Hm. Das sagt euch bestimmt nichts. Wir gehören zu den Nuyasala und die dahin zu den Lyrasala. Wo genau bin ich? Wahrscheinlich auf Lyrfeia. Scheiße, das sagt mir gar nichts. Du bist wegen Chalvin hier? Ja. Oder wegen dem Rochen? Du hast merkwürdige... Wir singen Lieder, um den Kampf gegen die Dakra aufzunehmen. Was sind jetzt Dakra? Wir sollten dir am besten... Du solltest mit dem Sternträger sprechen. Mit dir, Lanaer. Vielleicht kann der Sternträger dir helfen. Er versteht dich vielleicht besser. Du bist kein Elf. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, dass ich ein Mensch bin. Wir sind aber in der Regel etwas kleiner. Ja. Moment. Wir holen ihn. Du kannst sehen, wie sie sich wohl konzentrieren. Und ein merkwürdiger Gesang von ihnen ausgeht, der in deinem Kopf klingt. Und nach einiger Zeit... ist in einem Traum, die Zeit vergeht, kannst du sehen, wie ein anderer Elf mit blonden Haaren auf dich zutritt, mit einem merkwürdigen Kristall auf der Stirn. Er verbeugt sich vor dir und du kannst ihn auch wieder hören. Van Baladin. Ja, hallo. Ich vermute, dass du hier bist, um gegen die Kröten zu kämpfen. Jo, das ist richtig, das ist doch mal ein Vorschlag. Du dienst dem Rochenkönig, ja? Was? Du bist groß, du bist stark, du bist unstet. Und wir würden den Kerker gerne öffnen, können es aber nicht. Wir haben zwar die Sphäre der Wogen, aber uns fehlt noch ein anderes Stück, um den Kerker zu öffnen. Der Reif der Wellen. Und den soll ich jetzt haben, oder was? Ich weiß nicht, ob du ihn hast, aber ohne ihn können wir den Kerker nicht öffnen. Der Tierkönig wurde von Mordor gefangen. Welcher Tierkönig? Der von deinem Gott. Ja, also ich denke, da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Also dieser Rochen ist gefangen worden. Genau. Vor einiger Zeit schon. Und wir passen auf, dass der Kerker nicht zerstört wird, dass er nicht verdorben wird. Aber ohne die Sphäre der Wogen und den Reif der Wellen können wir den Kerker nicht öffnen. Solange ist er gefangen. Verstehst du? Sphäre und komischen Reif brauchen wir. Und dann können wir den Tierkönig freilassen und dann... kämpfen wir gegen die Kröten. Das ist doch ein Vorschlag. Wie kommen wir jetzt an diesen komischen Reif ran? Und kannst du mir sagen, wo wir sind?
Nun, du würdest es sagen, die Insel von Chalvin? Okay, aber die ist unter... Wieso ist hier kein Wasser? Ja, okay, also die Insel von Chalvin, okay. Nun, hier wäre Wasser. Wir sind in einem Traum. Ah. Okay. Such uns, Rafim, such uns. Ich suche euch Elfen. Und damit verblasst der Sternträger vor dir. Jalan. Als du dich umblickst, kannst du sehen, dass du an Bord der Seeadler von Beilung stehst. Oben auf dem Achterdeck. Neben dir altbekannte Gesichter, teilweise auch neue Gesichter. Du kannst das wettergegerbte Gesicht von Ratrael Sanin und das von Wilbur Kornplatz erkennen. Um dich herum tobt Sturm. Captain? Reifenmond! Was macht ihr denn hier? Ich bin nicht tot. Seid ihr nicht woanders? Eben das, ja. Wir hatten euch hier nach nicht erwartet. Aber wir können euch gut gebrauchen. Was soll ich sagen, alter Freund? Hätten wir nicht heute hier sein wollen, wären wir nicht vor Jahren gemeinsam in See gestochen. Wo sind wir denn, Captain? Im Seelengrund. Als du dich umblickst auf der sturmaufgepeitschten See, kannst du es knallen hören. Schiffe. Hunderte von Schiffen. Und Dämonenarchen. Dämonen, die auf dem Wasser starksen. Chuchus, die mit ihren Tangenteppichen nach Schiffen greifen. Otzen, die abgefeuert werden. Krieger. Schiffe. Admiräle. Freibeuter. Piraten. Kriegsräte. Das ganze Wasser wimmelt. Und du kannst sehen, wie vor dir eine 200 Schritt lange Dämonenarche aufragt, gezogen von drei Seeschlangen und ihr mit der Seeadler direkt auf sie zufahrt. Die eine oder die andere Weise. Das Ende ist gekommen. Das Ende ist gekommen. Nun, wie gesagt, ich weiß nicht, wo du herkommst, aber du sollst mir willkommen sein. Sterben wir gemeinsam hier. Ein letztes Mal. Ein allerletztes Mal. Schlagen wir das Meer der Finsternis zurück. Und dann? Und während du die riesige Plagenbringer betrachtest, kannst du erkennen, wie eine gewaltige Pyramide von ihrer Achterdeck, von der Heckseite aufragt, hochwuchert und ein Konstrukt wabert. Es greift in die Sphären, es ist grau. Es ist eine eigene Präsenz, die dort angebracht ist. Und dich verhöhnt. Bahamut. Der Name brennt in deinem Kopf. Dir platzt Blut aus der Nase. Und während du dich ein letztes Mal umblickst, kannst du sehen, wie die Seeadler direkt in die Mitte der Plagenbringer rammt. Du kannst Sani noch neben dir an dem Steuer erkennen. Liebesgrüße aus Gareth. Die Ignisphero-Kugeln vorne im Rammsporn explodieren. Und dann seid ihr irgendwo im Inneren der Plagenbringer. Ein gewaltiger Ruck, Masten, die brechen, die Seeadler, die sinkt. Mannschaftsmitglieder, die umhergewirbelt werden. Du siehst, wie Wilbur Kornplötz auf dem Deck herumgewirbelt wird, versucht noch nach einer Hand zu greifen, Admiral Sanin, der immer noch am Deck steht und lacht. Und dann wird alles grau. Du hast noch kurz das Gefühl, dass hinter dir die Sulman al-Nasori auftauchte. Andere Schiffe wie der Stern von Beilung, Irashtulas Zorn, die Tiger von Maraskan. Aber all das sind nur Erinnerungen an die Zukunft. Ein Grollen geht durch dich und deinen Körper. Und du tauchst auf im Inneren der Wurzelkaiserin. Bastarde. Rafim, du bist wieder da. Scheiße. Ja. Was war da? Da war diese Insel. Diese Insel. Ja, die von Chalvin, genau, da waren die ganzen Elfen.
Du warst auch da? Ja, ja, ganz viele Elfen, die wollen wohl den Tierkönig befreien. Weißt du, ich hab noch. Elfen? Ich war auch auf der Insel, aber Elfen waren da nicht? Doch, doch, die Elfen wollen diesen, diesen komischen Reif der Wellen. Und dann befreien sie den Tierkönig. Was für ein Tierkönig? Ja, den Rochen. Oh. Ja, irgendwie dieser, so ein Magier hat den eingeschmiert. Moradin oder sowas. Morda vielleicht? Das ist sehr nah dran, ja. Und die haben gesagt, ich soll sie finden, aber das habe ich nicht verstanden. Das seid ihr wieder. Wir müssen hier raus. Ich habe eine Verabredung. Was? Mit wem? Fragt nicht weiter. Habe mir. Was habt ihr gesehen? Was habt ihr getan? Ich habe gar nichts getan. Ich habe eine Verabredung und ein Angebot ausgeschlagen. Fragt mich. Es ging um diesen Magiergrafen von Edas. Den von dem Bild? Exakt den. Wir müssen hier raus. Aber Yanda ist tot. Das ist bedauerlich. Falvin hat es mir gesagt. Sie wurde mit ihrem Blute wiedererweckt. Aber sie scheint nicht wahnsinnig. Zumindest hat sie vernünftig mit mir gesprochen. Leider nichts, was uns unmittelbar hier herausbringt. Ja, und wie kommen wir jetzt hier raus? Saphira, wo seid ihr? Ja, was? Und? Was denn? Habt ihr auch etwas gesehen? Was habt ihr getan? Ich habe nichts gemacht. Ich habe wenigstens versucht, uns hier rauszubringen. Ihr seid verschwunden, nicht ich. Saphira, einen Moment. Es ist nicht so, als wären wir freiwillig verschwunden. Also sagt uns, ihr wart die ganze Zeit hier, ja? Ja, ich war hier. Ihr wart auf einmal weg. Mein Zauber hat nicht funktioniert. Es muss an dieser dämonischen, ich weiß nicht, was das hier ist, an diesem Ding liegen. Es ist nicht wie normales Holz. Ich kann nichts tun. Hätten wir doch nur ein Fass voll Schwarzpulver. Ihr könnt sehen, wie eine Seite der Arche eisfarbend weiß wird und auskristallisiert. Das Holz wird bröckelig. Wasser dringt ein. Das nun wieder. Seht ihr, ihr müsst nur Geduld haben. Das Ende ist nicht hier und nicht heute. Wartet's nur ab. Und dann gebt mir die Tränke. Oder hier, Schwester. Nimm meinen. Hier. Wenn jetzt Wasser eindringt, haben wir ein Problem. Aber mir, du brauchst deinen. Saphira, ich habe Kiemen immer noch. Ja, du hast die Kiemen. Ich brauche keinen. Hier, nimm meinen. Ja, so stürzen sich nach und nach die drei Maraskaner, Kotnas Hahn, Filicigida und Mujiajian die Tränke hinunter, damit sie ebenso über die Wasseratmung verfügt. Und ihr könnt sehen, wie das Holz weiter kälter wird und dann zersplittert durch den Druck. Wasser stürzt weiterhin durch und ihr könnt sehen, wie auf der anderen Seite euch das Gesicht von eurer Bordmarker, der Adeptor Minor, anblickt. Padigan. Marga, da seid ihr. Hervorragend. Was? Ich dachte Boltax. Danke, Adeptor. Habt ihr ihn gesehen? Sie schütteln mit dem Kopf und formt dann auf Attack. Wir müssen hier weg. Oh, wir stehen schon unter Wasser, okay. Rumi nickt und schwimmt hinaus. Ja, ihr könnt sehen, wie ein großer Riss in der Wurzelkaiserin, in der Hornhaut, in dem Chitinpanzer klafft und während das Wasser euch so ein bisschen auch hindert rauszuschwimmen, könnt ein bisschen warten, bis dann die gesamte Zelle vollgelaufen ist und euch dann wieder nach draußen stürzen und könnt sehen, wie um euch herum in dieser Korallengrotte Kämpfe gebildet haben. Zahlreiche Haireiter, die jetzt ausgebrochen sind. Ihr könnt Schwärme von Fischen erkennen. Einige Mohas oder Tokamujak, die hier mit riesigen Schildkröten nach unten geschwommen sind. Andere Maraskane, die ihr jetzt hier erkennen könnt. Seepferdchen, die gegen andere kleinere Kraken versuchen zu kämpfen, was ihnen wohl nicht gelungen ist. Aber hier kämpfen jetzt die Unterwasserreiche gegeneinander. Risso könnt ihr zwar nicht mehr erkennen,
wohl aber noch andere, ja, Tokamujak hatte ich eben schon angesprochen, ein paar Maraskaner, die dabei sind. Um euch herum herrscht Krieg. Das letzte Aufgebot, was hoffentlich Chalvin gebildet hat. Ihr könnt aber noch sehen, wie Mirjam sich ebenso mit einer Qualle über dem Kopf den Kämpfen angeschlossen hat und ebenso ficht. Ja, ich würde mal zeichnen. Dazu habe mir, was machen wir jetzt? Flucht? Fragezeichen? Neben euch donnert die Wurzelkaiserin und ihr könnt sehen, wie ein gewaltiger Ignisfero einige, ja, Kraken beiseite gestoßen hat und einige Rochen, die gerade mit ihm im Kampf waren, jetzt dann brennend, trudelnd nach unten fallen. So ein paar von den Korallenstöcken, die diese Höhle geformt haben, zu brechen dann noch ab und ihr könnt dann ja wohl sehen, wie der Krieg weitergeht und die Wurzelkaiserin jetzt ebenso von ihrem Archenfeuer Gebrauch macht. Leute auf die Wurzelkaiserin und dann, weil es vermutlich kein Wort gibt, schlage ich mir in die Niere. Und vermutlich ist das Wort, dass man sich irgendwie die Handkante gegen die Niere stößt. Tsunamin versucht sich zuerst noch zu orientieren, ob es hier draußen irgendwelche offensichtlichen größeren Ziele gibt. Unter uns ist eins. Genau, also ihr seid gerade aus der Wurzelkaiserin heraus. Es gibt viele Haireiter, viele Krakonier, die schwimmen, und auch weitere Wehrwesen, Wehrhaie oder auch Wehrwale, die du jetzt erkennen kannst, also die dann auch feindlich gesonnen sind. Aber ansonsten kein großes Ziel, kein wichtiges Ziel. Unter dir kannst du immer wohl dann noch erkennen, neben der Wurzelkaiserin einen Ritualplatz, auf dem eine schwarze Träne liegt und daneben die tote Aviander.